Hallo Leute, bevor es so richtig losgeht, würde ich euch ganz gerne auf unseren Sponsor hinweisen, auf den ich mich diesen Monat besonders freue, denn das ist CyberGhost VPN. Als Fans unseres Podcasts habt ihr mich ja schon oft über Serien oder Filme reden hören, die in Deutschland noch gar nicht verfügbar sind. Ich denke da zum Beispiel an die US-Version von The Office oder Community. Diese großartigen Serien sind natürlich nun endlich auch im deutschen Netflix gelandet, aber ich habe sie schon Jahre vorher sehen können im amerikanischen Netflix, befand mich aber in Deutschland. Aber wie zur Hölle war das möglich? Ganz einfach, ich habe CyberGhost VPN benutzt. Ganz kurz, wie es funktioniert, als Internet-User habt ihr alle eine feste IP-Adresse und egal, wo ihr im Internet unterwegs seid, diese IP-Adresse wird immer sichtbar sein. Diese IP-Adresse verrät natürlich auch, von wo ihr gerade im Internet surft. Und damit stößt man als deutscher User natürlich schnell an virtuelle Ländergrenzen. Gerade wenn es um Dienste und Plattformen geht, die nur im Ausland zu empfangen sind. Ihr kennt das ja alle. Wenn ihr nun aber CyberGhost VPN benutzt, wird eure deutsche IP-Adresse durch eine amerikanische ersetzt. Oder eine französische. Oder eine holländische. Oder was auch immer. Denn CyberGhost VPN verfügt über 7900 Server in 91 Ländern weltweit. Euer Internetverkehr wird an einem VPN-Server gesendet und sicher verschlüsselt. Am anderen Ende wird dann eine Verbindung zum SEAL-Server hergestellt, beispielsweise in den USA, der eure Webanfrage, die Websites oder die Plattform, auf die ihr zugreifen möchtet, verarbeitet. Als würdet ihr aus diesem Land heraus im Internet surfen. Ihr werdet also sprichwörtlich zu CyberGhosts. CyberGhost VPN hat mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Datenschutz und Sicherheit. Und wird weltweit von über 38 Millionen Nutzern genutzt. Und, was mir besonders gut gefällt, hat eine hieb- und stichfeste No-Logs-Politik. Das bedeutet, sie zeichnen niemals die Daten ihrer Kunden auf oder speichern diese. Als CyberGhost VPN-Abonnent könnt ihr übrigens bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen. Und jetzt das Beste. Als Fans von Streter Bender Streberg bekommt ihr einen 84%igen Rabatt auf den 3-Jahres-Plan. Unterm Strich bedeutet das, der Service von CyberGhost VPN kostet euch nicht mehr als 1,94 Euro pro Monat plus 4 Monate gratis. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf www.cyberghostvpn.com/sbs gehen und das Angebot einfach annehmen. www.cyberghostvpn.com/sbs. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Es gibt übrigens eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie und, auch ganz wichtig, Kundensupport ist 24/7, das heißt, die sind rund um die Uhr erreichbar, sogar auf Deutsch. Und jetzt viel Spaß mit uns. Dieses Mal bei Streter Bender Streberg. Ich sag euch nur, wenn ihr vor mir sterbt, ich werde kein Wort mehr mit euch reden. Ich bin dann so sauer. Ja. Also ganz ehrlich, reißt euch mal ein bisschen am Riemen. Ich möchte nur, dass du nicht auf meiner Beerdigung erscheinst, damit fremde Leute nicht denken, was hatte er denn mit Herr der Ringe zu tun? Also jetzt Streter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streter, Hennes Bender und Gary Streberg. Herzlich willkommen zu Streter Bender Streberg, der 97. Ausgabe. Und ich muss sagen, ja, ich freue mich diesmal besonders. Warum? Mit meinen Freunden hier zu sein. Ihr wisst warum. Es wir menschelt. Wissen das warum. Das müssen wir jetzt nicht. Es menschelt. Überleg mal, letztes Mal haben wir noch einen Podcast gemacht vor einem Monat. Und jetzt hat sich so viel getan. Es hat sich viel in dem Monat. Ja. Sehr viel getan. Und wir nehmen auf am 27. Mai. Ja. Das ist, Achtung, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist der 100. Geburtstag von Sir Christopher Lee. Oh. So. Ja. Meine lieben Herrschaften, hier, der Christopher, der Lee, hallo, na, da ist er, hallo. Ja, dann gratulieren wir ganz herzlich von hier aus nach, wir wissen nicht wohin. Wo immer er, in welchen Sphären er ist, wollen wir direkt. Im Leben nicht in Mordor. Definitiv nicht, wollen wir. Deck 2 des Todessterns. Direkt einfach mal die Sachen. Oder im viktorianischen London. Ja, dann bin ich mal gespannt. Hennes, was hast du denn uns vorbereitet? Ray Liotta. Oh, okay. Ich konnte es gar nicht glauben. Lass uns das mal direkt am Anfang besprechen, weil es ist wirklich, ich habe mir aufgeschrieben, groß, Fred Ward ist gestorben. Ja. Fred Ward ist gestorben. Der gute Fred Ward,
Tremors, wie hieß Tremors noch auf Deutsch, Gary? Tremors. Im Land der Raketenwürmer. Der beste genau. Titel, die beste Übersetzung, die es je gegeben hat für den Film. Weil Tremors selber heißt ja nur Schütteln. Oder so. Tremor heißt Erschütterung. Fred Ward und natürlich klar auch Remo. Unbewaffnet und gefährlich. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme tatsächlich. Für mich auch. Und er war großartig in Die nackte Kanone 33 ein Drittel. Der Mann hat in so vielen Filmen mitgespielt, das ist echt unglaublich. Fred Ward, tut mir leid, aber Ray Liotta hat mich geschockt. Ray Liotta kam auch so völlig aus dem Nichts. Ja, komplett. Ja. Ich meine, klar, alle reden im Moment über Goodfellas, und weil das schon der Film war, der ihn quasi auf die... Ja. Ja, klar. Soll ich mal sagen, was mein Lieblings-Ray Liotta-Film ist? Das möchten wir nicht. Okay, genau, und dann brechen wir hier ab. Nein, Something Wild, Gefährliche Freundin von 1989. Jonathan Demme führte Regie mit Melanie Griffiths. Jeff Daniels. War das nicht ein bisschen früher, Something Wild? Nein, ich habe nochmal geguckt. Okay, gut. Weil dann kam ja das Besondere an diesem Film war ja, der kam rüber am Anfang wie so eine schöne Rom-Com. Ne, so eine Romantic Comedy, so ein Anwaltstyp, so ein steifer Typ, der irgendwie mit so einer Pippi Langstrumpf da gespielt Strumpf, hat. Nicht Strumpf. Langstrumpf. Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf. Das ist schon ein Widerspruch in sich. Mit einem weiblichen Freigeist plötzlich zu tun, konfrontiert wird und dann auf einmal wird aus dem Film Der weiße Hai. Und Ray Liotta spielte den Hai. Definitiv. Ne? Also das war unglaublich. Also so ein Switch in so einem Film, das war absolut genial. Ja, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Thorsten, was sagst du dazu? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie Gefährliche Freundin ging. Das war ja in den 80ern, ne? Ja, 80er. Ja, Ende der 80er. Und ich weiß es nicht mehr so genau. Oh, den leicht dir aus. Die 80er. Das ist ein richtiger Thriller. Der fängt an wie eine Komödie, wird aber dann ein richtiger Thriller. Die 80er Jonathan Demme-Filme sind sowieso... Das ist andersrum wie Titanic. Der fängt an wie ein Thriller und wird dann eine Hammer-Komödie. Genau. Auf jeden Fall hat Ray Liotta nach Goodfellas natürlich, das war sein großer Moment, dann danach auch so, war oft auch besetzt als Bösewicht dann auch so. Ja. Ich glaube, Aces High hat er, glaube ich, auch dann auch nochmal mitgespielt. Und sehr Revolver. Viel Fernsehen auch gemacht. Revolver, genau, ja. Von Guy Ritchie. Mensch, Revolver hat er natürlich wieder Guy Ritchie-typisch einige TikTok-Weisheiten auch von sich gegeben. Also so Sachen, die immer wieder zitiert werden. Ja, vor allen Dingen Revolver, das ist so ein Film, den muss ich mir alle Jubeljahre mal wieder angucken. Wegen der Frisur von Jason Statham. Einmal das, ja. Aber auch, weil ich ihn einfach nicht kapiert habe. Hat er da eine? Der hat so eine Art Frisur. Ja, stimmt. So Fifi-artig, so extreme. Aber darum geht es nicht. Ray Liotta ist tot und das ist eine richtig bittere Pille, weil 67 ist kein Alter, in dem man sterben sollte. Nein. Aber das habe ich meiner Mutter auch gesagt, hat auch nicht funktioniert. Ja, das ist so. Ich sag euch nur, wenn ihr vor mir sterbt, ich werde kein Wort mehr mit euch reden. Ich bin dann so sauer. Ja. Also ganz ehrlich, reißt euch mal ein bisschen am Riemen. Ich möchte nur, dass du nicht auf meiner Beerdigung erscheinst, damit fremde Leute nicht denken, was hatte er denn mit Herr der Ringe zu tun? Also versucht das einfach in den Griff zu kriegen. Ja, ich möchte mich persönlich nochmal bei Gary entschuldigen fürs letzte Mal, denn wir haben Gary, Thorsten und ich, wir beide, wir Lausbuben, die wir sind. Little Rascals. Wir haben dich auch ein bisschen... It's heavy and a dream, aber it's heavy. Die kleinen Strolche. Ja. Wir haben dich doch ein bisschen, zum Narren gehalten, wegen deiner Beschreibung. We hunt you as a fool. Don't get started again, my dear. Okay. Everything, everywhere at once. Was? Fange ich wieder an, mein Hirsch? Was soll das bedeuten? Ein Film, den du... du bist versucht habe. Du hast versucht, ihn zu beschreiben. Ja, aber die Beschreibung ist noch besser geworden. Und der Film wird überschüttet mit positiven Rezensionen. Ja. Und auch von Hennes. Ja, wir haben ihn mittlerweile gesehen. Haben wir ihn noch mal gesehen. Wir haben ihn gesehen und er hält das, was Doctor Strange in the Multiverse of Madness verspricht. Das müssen wir wirklich jetzt sagen, nachdem wir beide Filme gesehen haben. Ja, genau. Doctor Strange ist ja nicht schlecht. Ja. Und ist auch der Film ist okay. Es gibt nur diese Marvel-Müdigkeit im Moment, wenn das mal ein Begriff ist, den ich jetzt mal hier, oder wie der Franzose sagt, Le Fatigue Marvel. Und da ist Everything Everywhere All at Once.
definitiv ein ja, was ist das? Ich glaube, das Problem war, Gary, und es ist ein Problem, was ich jetzt auch mal ansprechen möchte, auch an die ganzen Kolleginnen und Kollegen da draußen, die... Und nicht-binären Kollegen. Und nicht-binären Kollegen, die auch Filme besprechen. Lasst es doch bitte sein, dass ihr versucht, Filme zu erzählen, die Handlung. Wir wissen ja alles. Wir wissen ja, was passiert. Deswegen gehen wir in die Filme rein. Sagt doch einfach, wie ihr den Film findet. Und so einen Film wie Everything Everywhere at Once. Der entzieht sich komplett. Das ist einfach nur, du sitzt da nur und denkst, das habe ich so noch nicht gesehen. Ja. Zumindest nicht in diesem Leben, in dieser Dimension. Genau. Das war wirklich, also wenn du da... Versteht man den, wenn man den guckt. Es ist wirklich erstaunlich. Und ich würde sogar sagen, das ist einer der wenigen Filme, wo ich dafür plädiere, dass man den sogar auf Deutsch guckt. Ja. Weil in dem Film, gerade am Anfang, wird sehr viel auch kantonesisches Chinesisch gesprochen. Das wird untertitelt, aber das switcht dann immer mit Deutsch bzw. Englisch hin und her. Und das ist im Englischen tatsächlich sehr schwer. Und das ergibt aber auch Sinn. Ich war sehr froh, dass Gary neben mir saß, weil er hat mich so ein bisschen, also er hat nicht gespoilert zum Glück, aber du hast mich so ein bisschen beruhigt. Ja, da, pass auf, es wird gleich. So. Mhm. Und es ist wirklich so, am Anfang ist man ein bisschen überfordert, aber wenn man sich dann einlässt, dann ist es wirklich ein Filmerlebnis, es spielt ja in einem Waschsalon, das sich gewaschen hat. Das sich gewaschen hat. Jetzt mal zu sagen. Ja, ja. Wir möchten uns am Anfang erstmal auch nochmal bei allen bedanken, die uns unterstützen, bei allen Patrons. Ihr kriegt diesen Podcast wie immer schneller, also früher, nicht schneller, früher und länger. Und vielen Dank auch an euch. Ihr kriegt das alles auch werbefrei und so weiter. Vielen, vielen, vielen Dank an euch. Und natürlich danke an alle, die uns liken teilen. Thorsten, du hast bei einem deiner Lieblingsgenres mitgewirkt. Genre hätte man auch mal gesagt. In einem Sweatshirt hast du da gesessen und hast einen Job gesucht. In einem bei Volvo. Zieh den Sweatshirt an, such den Job. Bei Volvo. Du hast in einem Animationsfilm mitgesprochen. Animation. Und zwar in DC League of Super Pets. Darüber reden wir am Ende des Podcasts. Ist das nicht ein geiler Teaser gewesen jetzt? Bevor noch was passiert ist. Ne? Ja, ist okay. Auf jeden Fall. Okay, machen wir. Wenn ihr dazu wissen wollt, warum, wie Thorsten dazu gekommen ist, Batman zu sprechen, dann bleiben Sie bitte dran und halten Sie Papier und Bleistift bereit. Gary, du kommst quasi frisch aus dem Kino. Ach so, okay. Ich komme frisch aus dem Kino. Ich habe mir tatsächlich Top Gun Maverick gegeben und Ist das ein Film, den man sich gibt und nicht guckt? Nee, den gibt man sich. Den gibt man sich, weil ich habe tatsächlich mit mir gehadert. Callback. Auf jeden Fall. Ich habe überlegt, soll ich jetzt da reingehen oder nicht? Aber dann, komm, Tom Cruise, der hat ja bei mir irgendwie einen Stein im Brett. Ich weiß, ne, er ist privat vielleicht ein bisschen anders unterwegs, weiß ich nicht. Jetzt war ich auch nicht der allergrößte Top Gun-Fan damals, hab den natürlich gesehen, wahrscheinlich auch mehrfach, aber natürlich wegen den Düsenjägern. Wahrscheinlich auch mehrfach. Die fand ich schon immer wegen den Düsenjägern und weil ich wollte damals dann auch spontan, Pilot werden. Natürlich, genau wie damals mit Mogadischu wolltest du ja auch zum GSG-9. Super. Ja, ist an meiner Mutter gescheitert. Danke, Mama. Wolltest du auch Archäologe werden, nachdem du Indiana Jones gesehen hast? Was ist da los gewesen? Ich habe mich ganz gerne inspirieren lassen. Top Gun. Also, Top Gun ist ein Film, der sich komplett einreiht, so wie Ghostbusters Legacy, wie Thorsten sagen würde. Legacy. Legazzi, wie man ihn in Italien sagt. Und er ist halt ein Film, der diese ganzen Punkte, diese ganzen Retro-Punkte schön ausgebreitet vor sich liegen hat und die aber auch in der richtigen Reihenfolge drückt, das muss man sagen, weil ich glaube, da kann man auch vieles verkehrt machen. Er hakt die Kästchen ab. Er hakt die Kästchen schön der Reihe nach. Ich mochte, dass du dir gesagt hast, der drückt jede richtige Taste in der richtigen Reihenfolge. Das ist immer das Entscheidende. Gary hat bestimmt auch früher Senso gespielt. Ich habe Senso gespielt, die kompletten 8 Minuten am ersten Weihnachtsfeiertag, bis ich sagte, what is the point bei diesem Spiel? Ich kann mir jetzt 9 Farben merken. Ja. Was heißt das jetzt für mich? Das MIT? Ja. Weißt du so? Genau.
Sackgesicht. Ja, oder das war deine Ausbildung. Ja, Mastermind haben wir ja. Mastermind haben wir in der Sendung verbraten. Ja. Master, diese Wichse, die du. Ja. Mastermind. Da denkst du, wer weiß was. Oh, da ist eine asiatische Betreuerin drin. Dann machst du den Karton auf. Auf den Karton. Weil und dann sieht das nur so Pinne. Ja, das sind nur so Pinne. Tüte Pinne. Pinörix. Ja. Nein, aber Top Gun. Das Top wäre Gun. Doch geil, wenn das Ding nicht gießen hätte. Entschuldigung, Gary. Eine Tüte bunter Pinne anstatt Mastermind. Ja. Ich hätte es gekauft, sofort. Ja. Es hört sich nicht so wertig an. Nee, aber nicht dann, wirklich. Ja. Okay, sorry. Da drauf irgend so ein random Olaf so. Weißt du, und dann eine Tüte bunte Pinne. Ja. Das Meisterwerk von genau. MB. Von MB. MB präsentiert. Top Gun, ganz genau. Ja. Also, ja, wie gesagt, es, alle guten Momente aus dem ersten Teil tauchen auf in irgendeiner Art und Form. Und, Val Kilmer? Tom, auch Val Kilmer. Val Kilmer, ja. Val Kilmer spielt sogar mit. Hast du ihn auf Deutsch gesehen? Nee. Okay. In der OV. Weil sonst hättest du ja sagen können, ob Val Kilmer von Thorsten Sense gesprochen wird. Nein, das hätte ich selbst dann nicht sagen können, weil Thorsten Sense ist mir... Thorsten Sense ist der Sprecher von Val Kilmer. Das und? Ist mir schon klar. Und nur ja, gut, ich hätte jetzt nicht sagen können im Vergleich. Doch, hättest du gesagt, ah, das ist die Stimme aus. Ja. Okay. Ja. Vor allem. Oh, Val Kilmer. Ja, genau. Genau. Ja. Das Interessante bei dem Film ist, dass die Bösewichte, dass die komplett gesichtslos sind. Also es wird noch niemals irgendwie ansatzweise irgendwie, dass man sagt, das sind die Russen oder das sind die Iraker oder so. Irgendwie, die müssen da, also im Grunde müssen sie, und jetzt spoiler ich vielleicht ein bisschen, aber ganz ehrlich, nicht wirklich. Der Auftrag, den die machen müssen, ist im Grunde das Ende von Star Wars. Sie müssen durch einen Kanal fliegen. Und den Todesstern zerstören. Und eine kleine Öffnung tatsächlich treffen. Das um erklärt, eine unterirdische, das erklärt auch, warum die Gegner gesichtslos sind. Ich glaube, es ist Star Wars, was du gesagt hast. Um eine unterirdische Basis. Okay, das ist ein Spoiler. Das hätte ich gerne im Film gesehen. Das ist das Ding mit der Maus. Das ist ja draufgeschissen. Aber das Besondere bei dem Film ist natürlich tatsächlich die Action, die so oben drauf kommt. Diese Tom Cruise-Action, die oben drauf kommt. Diese Flugsequenzen, die sind schon sehr... haarsträubend, hätte ich beinahe gesagt. Die sind schon sehr... Also wenn du haarsträubend so sagst, da möchte ich aber dabei sein, wie sich deine Haare sträuben. Das ist, ich habe tatsächlich hier immer so ein Haar. Das habe ich jetzt wieder abgeschnitten. Das ist so meine Reminiszenz an Conan O'Brien. Weißt du, da hab ich, ich würde so eher sagen Charlie Brown. Okay. Ja. Ich habe morgens nur ein Brusthaar, das ist aber jeden Morgen 2 Meter lang. Das wächst immer nach. Das ist meine Reminiszenz an King Ghidorah. Nein, ich habe ja ein ganz anderes Problem. Ich war neulich neulich beim Friseur und er sagte zu mir, Herr Bender, wir müssen Ihnen leider hinten die Haare ein bisschen ausdünnen, die sind zu dicht. Was ist denn das für eine Wichsgeschichte? Erzähl weiter. So einen Schmutz kannst du dir sparen hier im Podcast. Erzähl. Ja. Welcher Henry? Schmutz. Nein, mein Sohn. Ah ja. Aber Top Gun Was hat Henry? Du kannst den Satz nicht beginnen, ohne ihn zu beenden. Da hat die Friseuse gesagt, Herr Streberg, der wird's aber langsam dünn. Und da hat er gesagt, ich breche hier ab und ich verlasse jetzt den Raum. Ich kann so nicht arbeiten. Er hat das wirklich gesagt. Naja, das ist ja auch so, man kann ja nichts dafür. Man kann nichts dafür. Aber Tom Cruise geht auf die 60 zu, ist selber geflogen. Das sieht man ihm nicht an, muss man immer wieder sagen. Er ist selber geflogen. Er ist tatsächlich selber geflogen. Warum ist, ich meine, gut, die Bilder, das, was ich jetzt gehört habe, sind spektakulär. Und das soll auch ein Kinoerlebnis sein, aber... Ist ein Film, der die Air Force glorifiziert, wie ist ja der Originalfilm. Auch darf ich meinen Gedanken, du kannst gleich, pass auf. Scusate. Ist ja nicht das Leben. Aber warum soll ich mir das angucken? Genau aus dem Grund habe ich mir den Film damals nämlich nicht angeguckt. Oh, gesagt, du kleiner Protest. Warum, naja gut, ich bin auch auf den Ostermarsch gegangen in der Zeit. Muss ich mir das angucken? Warum geht es da so, warum wird das Militär glorifiziert? Warum ist das so ansprechend? Erstens mal habe ich das nicht so empfunden, dass das Militär glorifiziert wird. Es wird thematisiert. wenn jetzt danach einer... Wenn jetzt schon mal... Ich finde, das ist ein Unterschied. Leichte Army-Anleihen in Top Gun. Es taucht ein paar Mal die amerikanische Flagge auf, natürlich. Aber es ist, er nimmt sich da sehr zurück, muss ich sagen. Und die Figuren... Für einen Düsenjäger-Film. Naja, aber ich meine, was erwartest du denn? Dann geh doch einfach nicht... Viele Zivilen geflogen, Joggingbooks, Sweatshirt. Dann geh doch einfach... Wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, dann ist der zweite für dich total witzlos. Dann brauchst du dir den auch nicht angucken. Nein, ich werde mir angucken. Ich besitze den ersten Top Gun tatsächlich in 3D.
ja. als 3D-Blu-ray, weil ich so neugierig war. Okay. Wie ist denn der Soundtrack? Gut, habe ich heute gehört auf der Fahrt hier. Ja, kann ich nichts zu sagen. Bei Billy, wie heißt die, Eilish? Nee, wer hat das? Lady Gaga. Bin ich rausgegangen. Bist du rausgegangen? Ja, da war der Film zu Ende. Was soll ich machen? Ach so. Also, so mitten während des Films kommt dieses Lied. Nee, ich gehe raus. Der Soundtrack ist draußen und das Harold Faltermeyer Top Gun Anthem, das legt nochmal 9 Ebenen drauf. Du musst sofort zum EKG, wenn auch nur die ersten 5 Töne so richtig schlimm. Das ist natürlich schön. Aber also, gut, wie gesagt, ja, ich mag das halt einfach. Es werden alle Knöpfe gedrückt, es werden alle Kästchen abgehakt und man hat Spaß in den Backen und ja. Aber warum er da jetzt 5 Minuten lang Standing Ovation kriegt, nur weil er ein Jet geflogen ist, ich meine, das ist schon eine Leistung, das muss man sagen. Naja, ich meine, ganz ehrlich, der Trailer für den neuen Mission Impossible, da freue ich mich mehr drauf. Da kommen wir jetzt direkt auf Reckoning Part 1. Im nächsten Sommer kommt der raus. Die sind geisteskrank. Das war nur der Trailer vom ersten Teil und darin ist jede Action-Routine abgefrühstückt, die es gibt. Es ist nur der Teaser für den Trailer, für den ersten Teil, der nächsten Sommer kommt, weil man im Jahr nur einen Tom Cruise-Film gucken kann. Ja, es ist auch richtig so. Ja. Wie fandst du denn den Trailer? Super. Ja, super. Weil wir waren noch vom letzten Mission Impossible doch arg begeistert. Einer der besten Actionfilme ever, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn nicht sogar der. Und ich erwarte, da habt ihr hohe Erwartungen und das sieht auch erstmal gut aus. Ich meine, ganz ehrlich, man sieht nichts, was man nicht vorher in irgendeinem Mission Impossible schon mal gesehen hätte. Aber immer irgendwie schneller, immer irgendwie 2 Zentimeter knapper, immer mehr auf die 12. Ja, und ganz wichtig, man freut sich ja auch, dieses ganze Team wiederzusehen. Ich finde ja jede einzelne Figur, finde ich ja wirklich super. Ja, warum hat sie eine Augenklappe jetzt? Wer? Hat Rebecca Ferguson. Ferguson. Hat die eine Augenklappe da gehabt? Ja. Ich weiß es gar nicht, okay. Ja. Das kann ich nicht sagen. Sie hat an einer Stelle eine Augenklappe. Das wird wahrscheinlich im Film thematisiert. Vielleicht ist sie spontan Pirat geworden, weil Piraten trinken rum. Vielleicht hat sie. Pirat bin ich ganz anders. Das kann sein, ja. Das werden wir alles noch sehen. Vanessa Kirby ist auch dabei. Hayley Atwell ist dabei. Und ja. Und Simon Pegg. Und gute Simon Pegg natürlich auch. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht, wer der Antagonist ist, aber das ist auch, glaube ich, echt so ein bisschen egal. Es sind halt diese. Nein. Bei Mission Impossible ist schon immer auch wichtig, dass es ein guter Antagonist ist. Also ist es nicht bei jedem Film wichtig, ob es einen guten Antagonisten gibt? Ist es nicht der Punkt, wo man sagt, so, das ist der Unique Selling Point, angefangen bei den Bond-Filmen, über. Ja. Ich weiß nur, eine Freundin von mir, die hat sich, glaube ich, 5 oder 6 Mal Robin Hood, wie hieß der auf Deutsch? König der Diebe angeguckt. Mit Kevin Costner, aber nicht wegen Kevin Costner, sondern wegen Alan Rickman. Ja, natürlich. Ich sag nur, Christmas is cancelled. Ja, genau. Ne? Und da werden wir auch mal wieder. Aber es sind diese Rollercoaster-Popcorn-Filme, die jetzt natürlich im Sommer. Bei Tom Cruise habe ich wenigstens das Gefühl, er setzt noch einen drauf. Ich möchte natürlich auch in so einem Teaser sehen, wie er wie ein Beschmierter durch die Rabatten rennt. Und das kriegst du ja da auch wieder. Ja, das kriegst du auch. Ne? Ja. Und dann dieses, das ist so klassisch dafür, dass du siehst, dass mit dem Motorrad, es gibt kein Zögern. Er fährt mit dem Motorrad, ohne zu bremsen, runter zu gucken. Er fährt einfach über die Klippen und fällt. Und er fällt diese Sekunde zu lang. Und man zeigt uns trotzdem nicht, dass der Fallschirm geöffnet wird. Und das ist so typisch Tom Cruise. Einfach so, schwumsen. Ja, zack. Genau. Hast du auch gedacht, im nächsten Moment geht der Fallschirm auf und hast du diese Union Jack-Flagge, wie damals bei Der Spion, der mich siebte. Der Spion, der mich siebte, genau. War das nicht der Spion, der bei dem es piepte? Nein, der Spion, der mich siebte. Der Spion, der mich siebte, genau. Und wir können nicht oft genug wiederholen, dass in der Star-Wars-Verarsche von Matt hieß Herzbub-D2, Herzbub-D-Zug. Und das ist bekannt. Und wir wissen auch, wer daran wahrscheinlich... Herr Feuerstein hat daran natürlich... Herzbub-D-Zug. Herzbub-D-Zug. Die waren sich für nichts fies. Nee, wirklich. Großartig. Wirklich nicht. Ich habe einen Sommer-Blockbuster gesehen, über den ich gar nicht sprechen darf, außer dass da Dinosaurier vorkommen. Also wir werden das nachlegen. Aber ich habe eine Embargo-Erklärung unterschreiben müssen, dass ich erst ab dem... Embargo, das ist Martin Bargo. Embargo! Das ist Embargo. Der wohnt neben Arnonym. wir... N-Ü-H-M. Arnonym.
Außer dass, also wenn ich darüber sprechen sollte, wird ein T-Rex kommen und mir den Kopf abbeißen. Also wir werden das nachlegen. Da wir das unheimlich gerne sehen würden, wie ist denn der Film? Gut. Komm, wir piepen das mal weg. Schaut euch mal den Trailer an. Habt ihr den Trailer gesehen von dem neuen George Miller-Film? Ja, oh ja, mein Gott. Was genau? Was passiert ich da? Ich habe den jetzt mehrfach gesehen. Ja. Warte mal, ist es richtig? 3000 Years of Longing. Ja. So. Ja. Geht es jetzt um einen Gin? Genie. Ja. Um einen Gin Tonic. Gin Eye Joe. Ja. Geht es um einen Gin? Ja. Und diese drei Wünsche. Und diese drei Wünsche. Und kann das sein, dass das gespielt wird alles von dem Kollegen, der auch Luther gespielt hat? Von Idris Elba. Ja. Ist das toll. Idris Elba und Tilda Swinton zusammen. Das alleine schon. Also ich sitze da auch und denke, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, aber ich glaube, ich muss das sehen. Ja, da war ich auch echt neugierig, muss ich echt sagen. Wo dieser Fuß da doch so halb so in der Wohnung da, dieser riesige Fuß. Ja, also ich weiß nicht genau, was das ist. Ich will es auch sehen. Auch das sind wir gefragt worden, warum wir in dem Video keine Trailer-Ausschnitte zeigen. Warum sollten wir das tun? Wenn ihr die Trailer gucken wollt, dann guckt euch bitte die Trailer an. Es ist, Trailer zu schneiden, helf mir mal, Gary, ist eine Kunst für sich, glaube ich. Ja? Wobei soll ich dir jetzt helfen? Einfach ach so, mein Argument. Das ist eine Kunst, das ist eine Weil wenn Kunst wir da jetzt irgendwie was reinhauen hier. Können wir machen. Können wir machen, aber machen wir nicht. Dann guckt euch die Trailer bitte als Ganze an. Ganz und, genau. Und nicht, während wir darüber lang. Und vor allen Dingen, was ich jetzt in letzter Zeit immer mache, das ist nur ein kleiner Tipp von mir, dass ich mir immer die Trailer immer von den Original-Webseiten angucke. Also wenn es ein Film von Universal ist, dann immer von der Original-Kanal von Universal, weil dann hast du A, keine Werbung und B, unterstützt du da nicht irgendwelche Pappnasen, die einfach nur Trailer ins Internet setzen und gibt's ja doch viele. Ja, und dann noch Trailer-Reactions und Reaktionen auf die Reaktionen von Trailer. Ich sag, guckt euch die Trailer an. Ja, das ist wirklich, das ist, dafür sind Trailer auch gemacht worden. Ich habe mir nochmal angeguckt, was George Miller neben Mad Max, denn natürlich ist George Miller der Mad Max. Der hat auch eine Twilight Zone-Folge gemacht. Er hat eine Twilight Zone-Folge gemacht in dem Twilight Zone-Film. Wie viel gab es da? Drei? John Landis, Steven Spielberg, George Miller und Joe Dante. Joe Dante, richtig. Vier, genau. Und dann hat George Miller neben... Bei dieser, da kam Vic Morrow schrecklich zu tun. Mit den beiden Kindern, ganz richtig, ganz auf grausame Art und Weise. Genau, der Vater von Jennifer Jason Leigh. Mhm. Nein, aber George Miller hat neben den Mad Max-Filmen und natürlich neben dem letzten großartigen Fury Road auch noch ganz andere Filme gemacht, wie zum Beispiel Die Hexen von Eastwick. Ach ja, stimmt. Ist die Hexen von Eastwick? Ist von George Miller. Macht doch keinen Scheiß. Ja, ich habe mich auch lange auf den Arsch gesetzt. Einer meiner Lieblingsfilme. Nathaniel Horn, oder war das? Nein, ist Daryl Van Horn. Daryl Van Horn. Ein großartiger Film. Eastwick. Den hatten wir auch schon in einer Mystery Box als beste Kotzszene mit den Kirschen in der Kirche. Ja, genau. Mit den Kirschen in der Kirche. Das beste Kostümdesign, das ich jemals gesehen habe. Großartig, ja. Tolle Musik. Also das beste gesettete Kostümdesign, wo es heißt, zieh das mal bitte an und kombinier das. Mhm. Und ja, fantastisch. So, jetzt sage ich euch mal die Filme, die George Miller noch gedreht hat. Ja. Lorenzos Öl. Oh. Ah, genau. Nick Nolte und Susan Sarandon und Peter Ustinov. Der ist auch von George Miller. Lorenzos Öl. Und jetzt kommt's. Happy Feet ist von George Miller. ja. Die Pinguinwichse. Der Pinguinfilm. Genau, die Pinguinwichse. Danke, Thorsten, dass du als jemand, der in einem Animationsfilm mitspricht, Sie haben es von ihm gehört, die Pinguinwichse. Ich glaube, dass Happy Feet war dann auch der Film, der ihn tatsächlich mal wieder so auf die... mal wieder so, hallo, hier, ich bin noch da, so, weißt du, so glaube ich. Und er hat den zweiten Teil von Babe gedreht, Pig in the City, nachdem er ja den ersten Film produziert. Nein, das ist kein Scheiß. Nein, das ist kein Scheiß. George Miller hat Babe produziert. Echt? Der toll war damals. Ja. Und den zweiten habe ich leider Sprechende nicht gesehen. Sprechende Schweine. Ja. Nein, der war aber wirklich toll. Ja, klar. Der war wirklich herzergreifend. Ja. Ganz toll. Genau, das. Und das kann George Miller. Und was er jetzt macht, also ich... Ich freue mich wahnsinnig auf 3000 Years of Longing. Ich freue mich da auch total drauf. Vor allen Dingen, das kam auch so komplett unvorbereitet, also da freue ich mich wirklich drauf. Und sowas mag ich, weißt du, wenn mich Trailer wirklich noch so überraschen können. Ja, weißt du, was ist mit Thor? Ja, reden wir über Thor. Reden wir über Thor. Love and Thunder. Reden wir über
Christian Bale. Reden wir über Christian Bale. Ja, ich kann jetzt zu diesem Antagonisten kann ich nichts sagen, weil ich da nicht so in der Materie drin bin. Dann halt aber auch die Fresse. Nein, nein, gar nicht. Also nein, die Frage ist ja, ich kann dazu nichts sagen. Dann Christian Bale drückt sich seit das war eine Vorlage, die konnte ich nicht. Der drückt sich seit fast 15 Jahren davor, nochmals jemals einen weiteren Superheldenfilm zu drehen, weil er sagt, es wäre schauspielerisch keine Herausforderung. Ist aber auch klar, er hat in der besten Trilogie überhaupt mitgemacht. Das werden wir noch besprechen in diesem Podcast, ob es wirklich die beste Trilogie war, aber schon mal ein guter Teaser. Es war die beste Trilogie mit dem schwächsten letzten Teil, aber selbst der dritte Teil war nicht so schlecht. Mhm. Ich möchte alle bitten, auf YouTube zu suchen, wie Bane das erste Mal auftritt in dem dritten Teil. Irgendjemand hat da Scatman drunter gelegt in dieser Stadionszene und er kommt dann raus. Die Menschen sitzen eingeschüchtert, nimmt das Mikrofon. I'm a Scatman. Und dann filmen sie immer wieder in die Gesichter rein. Bodo-po. Das Elend lang. Und das ist die Scatman-Version, ist die beste. Das auf YouTube ich bin komplett weg vom Thema. Also der Trailer von Thor, Love and Thunder ist raus. Der lange offizielle Trailer. Genau. Wir sehen zum ersten Mal Christian Bale als Gore. Leicht gebleicht als Gore. Ja. Leicht gebleicht. The God Killer. The God, ja. Naja, gut, ich meine, ich finde es schon gut, dass sie das Gesicht von Christian Bale sagen. Man hätte jetzt natürlich in der Maßstabsgetreu und richtig wie den Comics dran gehen können, aber wen juckt das, wenn du jemanden hast wie Christian Bale, also einen richtigen Schauspieler? Ja. Soll er mal machen. Der wird das schon entsprechend ausfüllen so. Und ich glaube, das wird. Genau. Ich glaube, das wird ein großer Spaß. Das wird ein großer Spaß und ist mal einer der wenigen Super-Schurken, die so erstmal so einen Macbeth-Unterbau haben und zum anderen nicht komplett durchcomputerisiert sind, soweit ich weiß. Ja. Ich möchte einfach so einen käseweißen, weißt du? Ja. Du redest von den Mozzarella-König sehen. Du redest von den Hörnern von Cate Blanchett beim letzten Mal. Die waren war ein bisschen viel CGI. Nee, ich rede vor allen Dingen von Thanos. Wir haben Doctor Strange gesehen und davor lief natürlich der Trailer zu Avatar, Way of the Water. Und als wir raus waren, haben wir gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass der Trailer lief. War er so unbedeutend, Gary? Nein, er war absolut nicht unbedeutend. Nur er war relativ unspektakulär. Im Sinne von, dass nicht wirklich viel Action passiert ist. So, und ich glaube aber, das ist bei Design, würde ich sagen. Denn da hat der Herr Cameron holt da die ganz großen Sachen, holt er dann erst vor vor Release holt er dann in den Trailer ran. Es ist nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Hennessy Williams. Nichtsdestotrotz ist das gut. Darf man das sagen? Ja, ist das klar. Nicht, nichtsdestotrotz. Gegen was verstoße ich denn jetzt? Ja, ist das nicht Hitler auch so gelobt jetzt oder was? Nein, aber ist das nicht auch wieder so ein Füllwort? Nichtsdestotrotz? Achso, ja, das kann sein. Dessen ungeachtet. Ja, ja, genau. Aber für Hennessy Williams müsstest du eigentlich schon auf die Fresse kriegen. Nee, Hennessy Williams finde ich gut. Ist das einer der meistgeschautesten Trailer? Tatsächlich. Meistgeschauten, das Wort geschautesten existiert einfach nicht. Das existiert nicht, ja. Geschautesten, da sind sie wieder Grammatik-Nazis unter sich. Ja. Grammatik-Nazis unter sich. Geschautesten. Also ich freue mich sehr drauf. Ich habe da große Erwartungen. Ich freue mich. Ich habe keine großen Erwartungen. In James Cameron we trust. Also warum haben wir nur nicht so große Erwartungen? Weil als wir das damals gesehen haben, irgendwie gefühlt Anfang der 2000er war das bahnbrechend. 2010. Ja, war das bahnbrechend. Mittlerweile ist es so, wenn du auf Netflix Love, Death and Robots guckst, eine Serie, die ich uneingeschränkt liebe. Hast du die neue gesehen? Uneingeschränkt. 4 Folgen haben nicht verkackt. Uneingeschränkt Liebe, dann siehst du, wie weit die technisch einfach sind, aus dem Gelenk, dir einen fantastisch animierten Kurzfilm zu machen. Und das Problem ist, dass wir die Schauwerte so nicht mehr bekommen, 23. Wie wir es trotzdem hat James Cameron in jedem Film hat er die Technik und das Kino an sich immer auf den Next Level gesetzt. Ja, und, das wird auch wahrscheinlich alles noch einen Tacken realistischer aussehen, aber viel Luft war da eigentlich nicht mehr. Ja, warten wir es ab. Und kommt dieser aber trotzdem, ich glaube, die technische Entwicklung war für ihn in der Produktion gut, aber es wirkt sich für uns nicht vielleicht zwingend aufs Ergebnis aus. Kommt dieser Teil zu spät? Nein. Doch.
Ja, wir werden sehen. Also die Leute werden schon reinrennen. Du musst nur gucken, dass es keine... Das ist ein 3D-Kinofilm. Das will ich doch mal stark hoffen. Ja, 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 ja. So, dass es ein 3D-Kinofilm ist, den wir mit bipolarer Brille gucken, wo wir wirklich eine extrem hohe Auflösung haben. Und da freue ich mich auf jeden Fall. Also mit so einer Brille, die mal funktioniert, mal nicht. Nicht so wie bei dir wieder, ne? Das ist tatsächlich so. Hast du den Trailer denn überhaupt gesehen? Wir saßen im Kino. Das war so lustig. Wir waren im Kino, Und ich sitze da so, ich sag, meine Brille funktioniert nicht. Und der Roland, der hatte mir die Brille mitgebracht. Unser Kollege Roland Heep. Hat die Brille mitgebracht. Bruder von Uriah Heep. Ja, genau. Und ich sag, Roland, die Brille funktioniert. Wie die Brille funktioniert? Sicher funktioniert die Brille. Ich sag, die Brille funktioniert. Ich sehe kein 3D. Ne, beim Avatar. Ich war stinksauer, weil ich den in 3D sehen sollte. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich meine richtige Brille auf hatte. Weißt du, so. Das erinnert mich an den Moment bei Ready Player One. Ich richtig sauer war. Wie lange hast du Ready Player One gesehen? 10 Minuten, bis dir auffiel, dass du die Sonnenbrille auf hast. Ja. Irgendwann kam so von rechts so... Unscharf und zu dunkel, die Wichse. Warum spielt man in Zeiten wie diesen Ballerspiele? Das ist eine gute Frage. Ja. Die müsst ihr beantworten, weil ich spiele keine. Also, okay. Nee, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich spiele tatsächlich seit einiger Zeit keinen Battlefield mehr, weil ich das tatsächlich nicht ertrage, dass die Russen andauernd gewinnen. Nein, Quatsch. Aber es fühlt sich plötzlich merkwürdig an. Es fühlt sich merkwürdig an. Das mag jetzt so ein bisschen Banane sein, weil ich ein erwachsener Mensch bin und das sehr gut abstrahieren kann. Aber dennoch, das ist ja immer das, was ich jahrelang schon immer gesagt habe. Das ist, immer wieder habe ich da zwischendurch mal so Momente bei Call of Duty oder bei Battlefield, wo ich so denke, das ist jetzt die Trivialisierung von Tod und von der so ziemlich der schlimmsten menschlichen Angewohnheit, die wir so angewöhnt haben oder die wir so für die wir bekannt sind. Leider funktioniert das menschliche Gehirn vollkommen anders. Ich hatte Todesangst, als der Krieg losging, und mittlerweile habe ich ihn mir selbst trivialisiert, weil ich mit Nachrichten überschüttet werde, weil ich hinterher hinke und weil mein Gehirn der Auffassung ist, ich sollte mehr verfolgen, was zwischen Johnny Depp und Amber Heard ist, als an irgendwelchen Grenzen in der Ukraine. Und deswegen ist es einfach so, weil wir alle ziemlich oberflächliche Wichser sind, ist es einfach so, dass wir machen ja auch einen Podcast, während Menschen sterben. Man muss ja mal auch klar sein. Also komme nicht mit, aber du kannst doch nicht schießen im Computerspiel. Doch, ich kann schießen im Computerspiel. Ja. Das kann ich durchaus. Ich kann ein postapokalyptisches Spiel spielen, obwohl der Klimawandel vor der Tür steht. Das muss ganz klar sein. Ich kann durch irgendwelche mit Zombies verseuchten Regionen laufen, obwohl es viele kranke Menschen gibt. Und weißt du, diese Sachen wie Alltagsarmut und die Knappheit von Ressourcen und der Klimawandel und das Kriege herrschen aus nichtigsten Gründen, wenn überhaupt es irgendwelche Gründe vorliegen, hindert mich nicht daran, immer wieder meiner eigenen Kurve zu folgen von Anspannung und Entspannung. Du kannst nicht in einer permanenten Angst vor Krieg leben. Nee. Und ich sage in meinem Programm auch, dass ich mich, und es ist die Wahrheit, dass ich mich wirklich gefragt habe, ob ich meine Tour nachholen soll in Zeiten eines Krieges. Und dann ist mir klar geworden, dass ich selber, und das meine ich gar nicht so ironisch, dass ich selber meine Rolle innerhalb der NATO überschätze. Tatsächlich ist es so, dass die führen Krieg, auch wenn ich auftreten gehe. Und das ist das Problem, habe ich dann. Kleines Licht bin. Ich kann hier was machen, ich kann da was machen. Wenn Sebastian 23 in die Runde fragt, ob ich einen Schlafsack über habe oder ein bisschen Geld oder dies und das, dann komme ich angerannt. Ansonsten weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich stehe genauso fassungslos hervor und zeige mit dem Finger auf Olaf Scholz und sage, wo sind die Waffen für die Leute? Und der sagt, Ich bin Experte für nichts, weißt du? Nein, das stimmt nicht. Unsere Aufgabe, das schreiben uns ja auch immer viele Leute, ist, dass wir für ein paar Momente auch in die Spannung nehmen und für Entspannung sorgen. Dafür ist Kultur ja auch da, deswegen ist Kultur ja auch systemrelevant. Wir sind definitiv, gehören auch zur Kulturszene. Tut mir leid, Gary, da musst du jetzt mitleben. Oh, ja. Dafür sind natürlich, dann reden wir über Filme wie Top Gun, da reden wir über Filme wie Videospiele wie Sniper Elite. Ist das jetzt Eskapismus? Ist das Ablenkung? Ja, oder natürlich, beschäftigt das alles ist Eskapismus. Das Kino ist Eskapismus, eine Fahrradtour ist Eskapismus. Sei dir bitte darüber im Klaren, dass du geboren wirst und sofort beginnst zu sterben. Du hast eine Wachstumsphase,
Und dann ab so ab 30 fängst du an zu verfallen. Erst in Zeitlupe, dann mit zunehmendem Tempo. Und diese Zeit, es ist doch lang. Mit 75 kann man schon rechnen, glaube ich. Die füllst du. Die musst du auffüllen. Es ist diese schwierige Zeit zwischen Geburt und Tod immer, ne? Es ist genau. Das ist tatsächlich. Und das Leben vor dem Tod ist wirklich anstrengend. Eins der schwersten. Und will gefüllt werden. Und du kannst es nicht nur füllen mit Bedeutungsschwere und so weiter. Mhm. Das habe ich aber auch gemerkt. Ich habe zwischendurch natürlich auch immer mal wieder das Thema auch angesprochen am Anfang, meistens am Anfang von der Show, damit es vom Tisch ist. Auch schon damals nach 9-11, klar, haben wir uns auch alle gefragt, können wir jetzt irgendwie so weitermachen mit unseren lustigen Sachen. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass die Leute einfach das nicht zu uns kommen, um das zu hören, weil wir eben ihnen die Antworten nicht geben können. Und es gibt auch, nicht es der gibt Grund auch keine Fragen, was, gibt, was wir haben, genau, sind auf der, Hand liegende Dinge. Ja. Pass auf, es gibt Dinge, die hast du hier in der Hand in Deutschland. Zum Beispiel im Supermarkt immer noch weiter eine Maske zu tragen und nicht so zu tun, als wäre es vorbei. Denn es wird uns auf der einen oder anderen Art wieder ereilen. Hm. Ne, es gab schon wieder zigtausend Neuinfektionen und Tote. Aber wir haben Sommer und wenn ich keine Maske tragen muss in der Tankstelle, trage nicht mal ich sie, stelle ich gerade fest. Ich habe gar keine dabei, das ist ziemlich armselig, das weiß ich selber. Mhm. So, beim Einkaufen bemühe ich mich aber. Und das sind Dinge, die wir ändern könnten, die ändern wir nicht. Diese Kriegssachen sind unabänderlich. Alles, was wir machen können, ist auf Regierungsvertreter zeigen und zu sagen, liefert Waffen, liefert Waffen, liefert Waffen. Was das einzig Richtige wäre, Lebensmittel und Waffen zu liefern. Mhm. So, ja. Was sie aber auch, und das muss ich jetzt mal ganz klar sagen, tun. Der Punkt ist, dass man das nicht als Reklamemaßnahme an die große Glocke hängt, um nicht, sag ich mal, Leute zu provozieren auf der anderen Seite. Aber gehen wir einfach mal da draußen davon aus, dass bedeutend mehr Waffen geliefert werden, als wir denken. Ja, ja, genau. Ich glaube, nett gesagt. Ist kein Politiker wirklich stolz drauf, jetzt in dem Moment das anzuordnen. Also ich möchte jetzt auch kein Politiker sein in einer Zeit wie dieser. Vor allen Dingen, pass auf, es ist keine werbliche Maßnahme. Das ist einfach, du kannst das 9-Euro-Ticket haben. So, das können viele für ein Ablenkungsmanöver halten. Ich persönlich halte das, pass auf, wenn einmal ein 9-Euro-Ticket möglich ist, dann ist dir doch wieder vollkommen klar, wie unfassbar teuer der öffentliche Nahverkehr ist. So. Mhm. Weißt du? Ja, zumindest bei uns in NRW, muss ich dazu sagen. Das ist, für uns ist es jetzt hier in NRW natürlich wirklich, wo wir sagen, ja, reden wir eigentlich schon seit Jahrzehnten drüber. Das ist so eigentlich mal, weil diese ganzen Verkehrs... Das führt jetzt alles... Wenn wir jetzt noch strukturelle Altersarmut aufmachen, kotze ich direkt. Oder wenn wir generell Armut aufmachen, Alltagsarmut, dann werde ich direkt... Ja, deswegen reden wir mal über Snoopy, der neue... Snoopy, aber lass uns mal kurz zu Jack Reacher kommen. Ach so, ja, also wie gesagt, ich habe aber erst eine Stunde gespielt, mich entspannt das. Okay, gut. Ja, okay. Sollst du auch, darfst du auch. Jack Reacher wird weiter gedreht im Herbst und es ist jetzt auch bekannt geworden, um welchen Roman es geht. Es geht nicht chronologisch weiter, sondern der nächste Roman, der verfilmt wird, ist Bad Luck and Trouble. Ich weiß nicht mehr, wie der im Original hieß. Der hieß im Original Bad Luck and Trouble. Ja, aber wie hieß er in Deutsch? Das ist ja nicht das Original. Das Original ist Bad Luck and Trouble. Und okay, das deutsche Original. Klugscheißer ist vorne ein K. Du hast gefragt, wie er im Original heißt. In der deutschen Fassung heißt er. Wird dich gleich mit deinen eigenen kleinen Schlappen verprügeln. Ja, pass auf. Jetzt halte ich mal fest. Im Original, im deutschen Original heißt dieser Jack Reacher-Roman Trouble. Ach so. So, und jetzt kommst du. Ja, Bad Luck, das war dann zu viel. So, durch solche Sachen komme ich noch nicht, da musst du dir keine Gedanken machen. Da brauche ich ein bisschen mehr Impulse tatsächlich. Gary und ich, wir haben etwas gesehen, was Thorsten wahrscheinlich nicht gesehen hat oder vielleicht auch nie sehen wird. Und nämlich, es ist blau. Es ist blau, gerade eben, als wir hier rein sind. Chip and Dale Rescue Rangers. Ja. Ist denn dieser Film, der ja gemacht worden ist von den Lonely Island-Leuten, also von Andy Samberg und Akiva Schaffer, genau. Ist es denn neue Roger Rabbit? Er ist konsequent weitergedacht. Ja. Es kommt einem so ein bisschen vor wie eine Fortsetzung tatsächlich von Roger Rabbit. Also man hat diese Idee aufgegriffen, dass halt Roger Rabbit. Genau, dass Menschen mit Toons zusammenleben und hat das vollgestopft bis oben hin, also wirklich bis tun es oder tun es nicht. Es gibt keinen Versuch. Mit Gags, mit schlechten Gags und mit guten Gags und jede also Menge kleine Spaß. Kleine freudsche Fehlleistung. Naja, und Roger Rabbit damals war schon ein Gamechanger, muss man sagen. Ja, absolut. Definitiv. Ja, und es kam danach auch nicht mehr viel
danach was so ähnlich war. Es gab noch diesen Film von Ralph Bakshi, diesen Real Cool World mit Brad Pitt, ja, den aber keiner gesehen hat. Es hat doch wirklich so viele Jahre ich gedauert. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, ich sage, nimm mal aus der PlayStation, nimm mal die CD raus von Call of Duty und du mal die. Und dann war er der Game Changer. Das mochte ich sehr gerne. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Aber es hat sich natürlich auch sehr viel getan im Thema Animation. Und das wird natürlich auch thematisiert. Sieht wunderbar thematisiert. Und ich fand tatsächlich, ich fand es tatsächlich sehr spannend. Und ich fand auch die Gefahr, also das was der Bösewicht vor allem, erstens mal, wer der Bösewicht war, Bösewicht super. Ist, ja. Und der Antagonist war so klasse. Und auch die Gefahr, die dahinter steckte, fand ich auch sehr lustig. Und es ging, ja, sehr lustig, aber auch aus der Sicht eines Toons sehr grausam. Also von daher war das innerhalb dieser wann Welt. Kommt der denn? Wann kommt der denn wo? Der läuft schon. Der läuft auf Disney Plus, ja. Aber oder nicht? Doch. Da freue ich mich doch sehr drauf. Ja, sehr, 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 sehr lustig. Und ich habe getwittert, es wäre der Film mit den meisten Easter Eggs, was natürlich nicht stimmt, weil sofort schrieb jemand, Ready Player One hat doch ein paar mehr. Ja. Aber die Easter Eggs, die drin sind, also man muss wirklich permanent mit der Pausentaste arbeiten. Ich sag nur Batman vs. E.T. Ja. Ja, mit Ausschnitt, inklusive mit Ausschnitt. Und es sind so viele Sachen drin, wo du wirklich als Filmkenner, man muss jetzt auch nicht der größte Trickfilm-Fan sein, guckte er Thorsten Sträter an. Ja, ich bin schon Trickfilm-Fan. Weil es sind allein wenn sie dann in diese Gegend kommen, die dann auch noch Uncanny Valley heißt. Und der Auftritt von Seth Rogen ist. Super. Vor allem, wenn du denkst, natürlich, klar. Ich will den Film jetzt sehen. Robert Zemeckis, wir haben dich angeteasert. Also Chip and Dale, Rescue Rangers auf jeden Fall. Pass mal auf, wir reden jetzt mal über einen Animationsfilm, der Ende Juli in die Kinos kommen wird und heißen wird DC League of Super Pets. Ja. In diesem Animationsfilm geht es, wie der Name vermuten lässt, um die Haustiere der DC-eigenen Superhelden, Superman, Batman und was weiß ich. Und die Fledermaus ist aus dem Sack. Thorsten Sträter spricht Batman. Ein Traum wird wahr, Thorsten. Hat es für Superman nicht gereicht? Hätte ich auch nicht gemacht. Was ich ja immer machen wollte, ich bin ja kein guter Synchronisator. Das sind ja alles Schauspieler, wie wir alle wissen. Ich habe mir von Peter Flechten auch den Segen geholt, wenn auch im Nachhinein, der in dem Ursprungstrailer Ben Affleck spricht. Und es gab eine Irritation, weil Leute haben gesagt, das ist nicht Thorsten, das ist der Sprecher von Ben Affleck. Ja, klar, sicher. Man braucht den Trailer und Trailer stand bei mir nicht auf dem Zettel. Ja. Also habe ich den Film nur gemacht. Und das war so, dass Warner mich gefragt hat und ich gesagt habe, mache ich. So, auf jeden Fall. Will ich unbedingt. Und dann war ich in Köln zu Probeaufnahmen auch. Also nichts mit dem Schrätermann gefallen. Also klar, man hat mir einen riesen Gefallen getan, aber ich musste trotzdem Probeaufnahmen machen und die musste Warner absegnen und DC. Also habe ich Probeaufnahmen gemacht und habe mich da sehr an Keanu Reeves orientiert. Der ihn ja also spricht. Alle erschossen? Nein, ich habe mich so Keanu Reeves. Der spricht ihn ja. Und er spricht ihn so: I'm the Batman. Ja. Und so spreche ich eigentlich normal. Also ich habe dann gesagt, ich bin Batman. Ja. Also du nimmst ein bisschen das nasal und damit hat sich das. Und nicht so laut. Und du sprichst hier nicht so, ich bin Batman. Das geht nicht. Guten Tag. Ich bin Batman. Und dann habe ich da so 32 Takes oder so gehabt und habe. Was man sagen muss, ist, Tané macht auch mit, die ist fantastisch, fantastisch. Du gehst ins Studio und jeder lobt Tané und sagt, boah, was gibt die Gas. Sie spricht die Katze, ne? Die Katze wird von Enisa Amani gesprochen. Sie spricht das Meerschweinchen. Ach, das Meerschweinchen. Das Killermeerschweinchen. Ach, das ist den das Schurken. Kannst du dich denn da? Den Schurken. Entschuldigung. Meine Güte, nee. Ja, auch wahrscheinlich hier, am meisten Text neben mach mal Recherche neben dem Hund von Superman Recherchen. Und das war ganz toll. Also Superman wird im Original gesprochen von John Krasinski. Ja. The Office? Keanu Reeves spricht Batman und Batman hat für mich einfach, ich darf da jetzt nichts vorwegnehmen, hat für mich aber den besten Text, muss ich echt sagen. Wobei Tané auch fantastisch, richtig Hammer. Ja, also viel mehr Text, viel mehr Bandbreite, ganz toll macht sie das. Alle haben sie gelobt, jeder im Studio hat gesagt, na gut, hast du als Batman natürlich jetzt nicht so eine Breite, oder? Will ich auch gar nicht. Okay. Ich habe ja auch die Breite gar nicht wie Tané oder wie sonst. Naja, also du hast eine Breite, aber vielleicht reden wir darüber wann anders. Auf jeden Fall. hast du den Film denn komplett gesehen? Ich habe den Film komplett gesehen.
Und ich habe ein paar Mal echt gelacht, so, aber das ist ja normal. Man ist ja voreingenommen jetzt auch, wenn man den Film vorab guckt und denkt sich, ich habe ihn ja in Schwarz-Weiß gesehen mit Wasserzeichen, Unterbrechungen, durchlaufenden Banderolen. Also es war jetzt nicht das große Sehvergnügen, ja. Weil es ja so eine Pressekopie war. Aber es war, ich habe jedes Wort verstanden im Englischen, jedes, und dachte mir, ja, das ist nice, das ist eine lustige Idee. Hm. Ich bin garantiert, steht Sven Hasper hat das Buch auch gemacht, das Deutsche. Stimme von Michael J. Fox. Und habe mir gedacht, genau, dann wird er bestimmt da sagen. Und das war, wie gesagt, nicht viel. Ich habe trotzdem ein paar Stunden gebraucht. Und das war ein Traum, wurde wahr. Mhm. Also wirklich jetzt, das ist wirklich. Ja, ja. Das habe ich dann auch gesagt. Da gab es dann so eine kleine Presserolle, die man da ja auch aufzeichnet. Man macht ja auch Promo. Und das wird mir sowieso wieder keiner glauben, der mich nicht kennt. Aber für mich war das ein Traum. Doch. So, als ich das gehört habe, zum Testaufnahmen in Köln war und dann schrauben die so Tafeln an, dann steht Thorsten Sträter, Batman. Da dachte ich mir so, oh Gott, ey. Hast du dir das mitgenommen, wenigstens? Nee, das wird ja festgeschraubt. Ich durfte es nicht mal fotografieren. Ich habe Embargi unterzeichnet. Ach, diese verdammten Embargis. Ja, echt, ey, meine Güte, nee. Embargen. Hätte man auch früher nicht gedacht, dass wir mal Embargis. Aber ich bin ganz stolz und ich war sogar schon bei McDonald's und bin durch den Drive-In gefahren, um in die Junior-Tüte zu holen, weil der kleine Batman dabei ist, den ich spreche. Deswegen wird es dann auch Poster geben, wo dann steht, Thorsten Sträter ist Batman? Gibt's jetzt schon. Es gibt jetzt schon, wo also es steht nicht Sträter drauf, ist Batman. Es steht nicht drauf, Thorsten Sträter spricht Batman, nein, sondern Thorsten steht, Sträter, Sträter ist Batman. Du hast Batman. Es schriftlich. Ja, ja, ich habe es schriftlich. Gibt es jetzt noch irgendwie was auf deiner Bucketliste, was du noch abhaken musst? Ja, oder war es das? Nur ein Grimme-Preis. Und naja, da kann man was machen. Ich kenne da jemanden, der jemanden kennt. Ich rufe da mal an. Mach das. Und man soll aber auch, verstehst du, das ist, was soll man hier die Fresse aufreißen? Ich kenne genug Kolleginnen und Kollegen, die, und wir kennen die auch, die gerade keinen Bein an die Erde kriegen, genug Techniker gehen. Das klingt wieder so woke und so weihevoll. Aber was soll ich mir denn jetzt noch alles wünschen? So? Weißt du, ich will möglichst nicht nächsten Dienstag tot umfallen wie Ray Liotta. Und ansonsten will ich, dass das einigermaßen läuft, dass noch Leute kommen. Ich kenne so viele Leute, die gerade keine Karten verkaufen, weil die Leute verunsichert sind darüber, dass sie nicht wissen. Ich habe nur Nachholkarten am Kühlschrank, hoffentlich findet das statt für Shows. Und dann neue Karten kaufen, es steht ja auch nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung. Ja, ich kenne auch einige. Ja, einen sehe ich jeden Morgen im Spiegel. Und ja, denke, und das, so, ist, warum? Das ist halt, warum soll ich anfangen, irgendwelche dekadenten Wünsche zu äußern? Ich verstehe auf der einen Seite aber, dass Leute natürlich jetzt vor allen Dingen dahin gehen, wo sie schon vor 2 Jahren hingehen wollten. Gleichzeitig haben wir im Moment ein solches Überangebot von Sachen. Dann steht der Sommer vor der Tür, es gibt ganz viele Open Airs, umsonst und draußen Sachen. Aber ich kann wirklich nur sagen, wenn ihr wollt, dass der Laden weiterläuft, und ich rede jetzt nicht von mir oder von Künstlern, sondern vor allen Dingen auch von Kulturzentren, denn wir alle haben nicht in irgendwelchen Stadthallen oder Mehrzweck-Hangars angefangen, sondern vor allen Dingen in Kleinkunstzentren und soziokulturellen Zentren, dann unterstützt bitte diese Läden und geht in die Shows oder geht vor allen Dingen auch in die Kinos, bitte. Mir ist auch egal, wie groß es ist. Völlig egal, solange die Leute ihre Karten. Das klingt immer so technisch, dass die Karten abarbeiten, aber was wir machen, ist nichts weiter. Ja. Wir, als wären wir also ist auch wieder übertrieben, als wären wir Notärzte und beginnen mit der Reanimation von Städten, von Karten, von einem selbst. Und das ist halt durchziehen. Ich fand diesen Monat so anstrengend wie kein Monat in meinem Leben. Aber weil es einfach so ist, fahren hin, fahren her, einchecken, auschecken, fahren hin, Soundcheck, zack, zack, spielen. Dann spiele ich ja immer zu lange, dann bist du hier, dann bist du da. Schön, dass du das jetzt selber gesagt hast, dass du zu lange spielst. Klar spiele ich zu lange. Aber es ist einfach so, wenn die Leute erstmal anfangen zu lachen, dann finde ich da kein Ende mehr. Ich weiß, dass das belastend ist für die Leute, die auch gerne mal nach Hause gehen, Mieter wohnen. Aber weil ich mir denke, so, ich bin doch jetzt noch frisch, ich lasse mich doch noch die halbe Stunde. Man ist ja auch froh, dass man wieder kann und wieder darf. Nur das und dann sehe ich im Rückspiegel, wo mein Schluss gewesen wäre, der ist schon ganz klein, weißt du? Ja, ja. Und jetzt muss ich dann so einen Bogen schlagen, um einen einigermaßen eleganten Schluss hinzukriegen, furchtbar. Problem ist natürlich jetzt auch, dass wir jetzt gerade alle einen Tourplan haben, wo wir sagen, wir spielen an dem Tag in Kiel und am nächsten Tag in Unterföhring, weil es im Moment gar nicht anders geht, weil wir diese Auftritte nachholen müssen. Ich schieße wie eine Flipperkugel durch die und Republik. Und nochmal einen großen Dank an alle Theater und alle Booker und Agentinnen, die Agentinnen und Agenten,
die Genten. Seit 2 Jahren nichts anderes machen als Termin-Tetris und uns verschieben. Und auch das kriegt der normale, gemeine Zuschauer ja gar nicht mit, der ja gar nicht so gemein ist. Wollte ich gerade sagen. Also wenn Sie Gelegenheit haben, auch Kollegen, die jetzt nicht gerade 3000 Karten verkaufen, sondern mal so 150. Ich meine, geben Sie eine Chance. Es ist eigentlich immer besser als Fernsehen. Es ist immer besser als Fernsehen. Der Grashoff, der ist so wieder voll unterwegs. David ist auch, ich mache im Oktober bei ihm eine Mixshow in Krefeld, da freue ich mich auch schon drauf. Und es ist auch egal, wie viele Leute kommen, Hauptsache es kommen Leute. Ich meine, ich habe schon vor der Pandemie vor 30 Leuten gespielt. Insofern ist es jetzt nicht anders, weißt du, aber im Moment... Oder vor 38 Fahrzeugen, solche Aktionen. Sowas haben wir ja auch gemacht, genau. Kommen wir zur Mystery Box. Wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist für euch die perfekte Trilogie? Was ist eure Lieblingstrilogie, sondern was ist die perfekte Trilogie? Thorsten hat ja schon... Es kann natürlich nur der weiße Hai in 3D und der weiße Hai 3 die Abrechnung sein. Na, die Abrechnung ist der weiße Hai 4 und da sind wir schon bei der großen Problematik. Ach, ich bin Scheiße, da wollte ich einmal lustig sein. Ja, aber das war jetzt schon auch deswegen wichtig, weil Indiana Jones ist eben... Hör bitte auf mit dem Bad, ich glaube, es hackt hier jetzt. Wir sind in einem professionellen Studio. Nicht mit der Achsel. Indiana Jones ist leider keine Trilogie mehr, weil es einen vierten Teil gibt. Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Ja. Es ist keine Trilogie, weil sonst wäre... Wie hat ein Kristallschädel ein ihr eigenes Königreich? Wie übertrieben ist das? Wie ambitioniert? Das habe ich nach mehrfachen... Als hätte eine Vase ein eigenes Königreich. Ich hab mir ja die Einsendung teilweise auch durchgelesen. Das war total nobel von dir. Ja. Alter, Lass uns das mal so machen, wenn wir Einsendungen kriegen. Warum denn nicht? Nein, der Hennis ist ein bisschen, mal out of the box denken. Der Hennis ist der Master Blaster. Nein, ich sichte die Antworten. Ganz genau. Und da lasse ich mich auch ganz gerne überraschen. Aber diesmal habe ich auch mal so ein bisschen reingeguckt. Und da gibt es ja schon so ein paar Favoriten. Aber ich glaube, mein Favorit war tatsächlich nicht dabei. Was war denn dein Favorit? Dawn of the Dead, Day of the Dead und Night of the Dead. Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead. Wir reden von George Romero. Ja, wir reden von George Romero, natürlich. Ja. Nein, wir reden nicht von Zack Snyder. Was ist das für eine Handbewegung dazu? Wir reden nicht von Zack Snyder. Ich weiß auch nicht. Klappi. Für alle, die uns nur hören, ich habe gerade ein bisschen mit der Hand geschüttelt. Das war mehr so eine Hackbewegung. Das ist die Trilogie von George Romero, die zum Warum ist es für dich die perfekte Trilogie? Trilogie, ich will immer Triologie sagen. Wenn du Triologie sagst, gibt es auf die Fresse. Weil es immer der Urgedanke oder beziehungsweise die Ursprungsidee konsequent weitergedacht wurde. Und das finde ich gut. Das macht für mich eine gute... Ich hätte jetzt auch Rocky 1 und 2 und 3 sagen können. Aber es gibt Rocky 4, deswegen ist es die Trilogie nicht mehr. Trilogie also, kann nur sein. Thorsten hat die Nolan-Batman-Trilogie erwähnt. Erwähne ich die Nolan-Batman-Trilogie? Wurde auch oft genannt. Ja, aber ist es wirklich eine perfekte Trilogie oder verkackt er es nicht wirklich beim dritten Teil? Jetzt mal ganz ehrlich. Pass mal auf, die Trilogie ist so exakt so perfekt, wie ich sie finde. Das ist ja auch immer, das sind 3 Filme. Das ist genauso perfekt, wie ich sie finde. Ich kann einen gesamten Arbeitstag in diese perfekte Welt abtauchen. Natürlich hat der dritte Teil seine Schwächen und das liegt vor allen Dingen an einem, weil der zweite Teil so überwältigend ist. Ja. Es konnte kein Draufsetzen mehr geben. Es war unmöglich, etwas draufzusetzen. Ja. Also hat man sich, und ich fand Bane war toll gespielt, weil ich großer Tom Hardy-Fan, aber es war jetzt nicht der Bane, den ich hätte sehen wollen. Ich hätte was anderes gemacht. Und ich glaube, selbst Christopher Nolan hätte gerne was anderes gemacht. Mm. Es war zudem der erste Film in der Geschichte der Batman-Filme, in dem Batman im Rahmen von mehr Teilen kein neues Kostüm kriegt. Mm. Weißt du? Ja. Er lief immer noch in dem gleichen Äumel rum wie in Teil 2. Oh. Und das scheint eine ungeschriebene Regel zu sein. Jeder kriegt erstmal ein upgegradetes Kostüm. Das hat ja selbst er gemacht von Teil 1 auf Teil 2. Aber von Teil 2 auf Teil 3 nicht mehr. Warum das ist nicht? Natürlich ein cineastischer Fachbegriff, so ist. Eumel. Ja. Oder hat Herr Nolan einfach keinen Bock mehr gehabt? So. Ich glaube, der Herr Nolan hatte große Lust. Aber Thorsten hat das
Problem auf den Punkt gebracht. Der zweite Teil ist zu übermächtig. Der ist zu groß. Und das ist ein Fluch der Trilogien, denn ganz oft ist es so, dass der zweite Teil so großartig ist, dass der dritte Teil nur abschmieren kann. Okay, tatsächlich. Es ist nicht möglich, ja. Weil ja. ich habe, oftmals ist es aber auch, geht es in die andere Richtung, dass der zweite Teil total abkackt, wie Nightmare on Elm Street Teil 2. Ist der keine Trilogie, gell? Ja, aber damals, als es noch drei Teile waren, war es eine Trilogie. So, und der dritte, der hat dann für mich wieder richtig angezogen. Dream Warriors war der dritte. Was? Dream Warriors. Ja, genau. Ja. Ja, trotzdem, mehr Geld. Ich möchte wirklich von drei Teilen reden, Gary. Deswegen, ja, das ist ja dann schon wieder eine Franchise. Dark Knight zeitgenössisch. Ganz genau. Und das gleiche Problem haben wir bei Der Pate. Der Pate ist der, da ist der erste Teil großartig, der zweite Teil ist überwältigend, auch episch natürlich lang. Und der dritte Teil kackt einfach ab. Warum kackt er ab? Liegt es auch daran, dass man sich mit dem dritten Teil teilweise zu viel Zeit gelassen hat, so im dass die Erwartungen dazu zu kann man kannst ja probieren. Ich muss den noch mal sehen, weil ich habe den echt schon ewig nicht mehr gesehen. Der dritte Teil ist wirklich nicht richtig gut. Von der Pate. Also er wird natürlich immer als Trilogie auch dann verkauft, natürlich als Box und so weiter. Dann habe ich hier noch, dann haben Leute auch Die Hard geschrieben, wo ich denke, auch wieder leider keine Trilogie. Ja. Star Wars, die erste, also Episode 4 bis 6, müssen wir nicht drüber reden, ist großartig. Natürlich ist es, das wäre sofort mein Platz 2. Jurassic Park wurde oft erwähnt. Da ist es so, dass der dritte Teil, also nicht Jurassic World, sondern Jurassic Park, dass der dritte Teil wieder sehr viel rausholt, im Gegensatz zum zweiten. Ja. Der dritte ist wirklich nochmal... Ich fand den zweiten aber toll. Ich fand den zweiten, zweiten besser als den dritten, weil das ganze T-Rex, wir schubsen den Container rüber... Ja, das war toll. Jeff Goldblum taucht auf, zauberhaft. Und ich fand den ganz, ganz prima. Ja, aber tatsächlich vor sowas, was... Aber auch vergessen, weil der Hauptschurke war. Was für ein Saurier. Ach so. Der dritte Teil? Es waren diese Wilderer. Diese Wilderer, die alles zusammenwildern und dann T-Rex und den führen und ein gebrochenes Bein. Und am Ende kommt... Am Ende T-Rex in San Diego. San Diego. Deswegen ist das eigentlich mein Lieblingsteil sogar. Ja. Ich mag den sehr, sehr gerne. Dann wirst du wahrscheinlich Jurassic World Dominion auch mögen. Aber mehr darf ich dazu nicht sagen. Spoiler. Herr der Ringe wurde oft erwähnt. Da ist natürlich die literarische Vorlage auch eine Trilogie. Das macht das auch ein bisschen einfacher. Herr der Ringe. Auch schön. Der Hobbit wurde zum Beispiel gar nicht erwähnt. Also der Hobbit fällt wirklich dann auch raus, weil natürlich der Hobbit ja nur so ein kleines Büchlein ist. Dann hochgepusht wurde. Planet der Affen. Ja, ist keine Trilogie, das ist so Ursprungs... Doch. Ja gut, aber auf Literarisch... Die neuen. Wir reden von den neuen. Ach so, ja gut, ja. Ja. Gut gemachte Affen, Andy Serkis, Naja, es ist auch ein bisschen wie Jurassic Park. Ich meine, die Prämisse ist Affen gegen Menschen, Dinosaurier gegen Menschen. Die Prämisse ist gleich, aber es ist halt schön von ihm erzählt. Ja, muss man echt sagen. Matt Reeves hat da wirklich nice. Ja. Dann wurde die Stieg Larsson-Trilogie, also die schwedische, da auch wieder natürlich klar literarische Vorlage. Ja, schwer verdauliche Bücher. Ja, aber die fand ich gut. Doch, aber die Spiele. Es ist komisch, dass Fincher nicht weitergedreht hat, ne? Also die sind halt kein Erfolg geworden. Ja. Das ist das Problem. Weil die gut waren. Die Cornetto-Trilogie wurde oft erwähnt. Ja, natürlich. Ja, aber auch da war der dritte. Komm, wir ziehen mal, wir haben den ganzen Tag Zeit. Ja, also nur Leute, wir haben aber auch. So, pass auf, die nackte Kanone. Kann ich mich an die anderen Teile gar nicht mehr erinnern. 33, ein Drittel mit Fred Ward, da sind wir wieder. OSS 117. Die habe ich nie gesehen. Jetzt sind es drei Teile. Tatsächlich. Top-Arbeit von Oliver Kalkofe. Großartig. Ziemlich drüber gelacht. Jean Dujardin. Beverly Hills Cop 3 war auch so. Leider Kacke von John Landis. John Landis, leider Kacke. Aber leider Kacke. Ja. Die Dollar-Trilogie für eine Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr und zwei glorreiche Halunken. Dollars. Noch mehr Dollars und jetzt noch mehr. More Money. Als Trilogie? Mehr Dollar. Habe ich auch nie ganz gesehen. Zwei glorreiche Halunken ist The Good, The Bad and The Ugly. Ganz richtig. Ja. Mein erster Soundtrack ever. Hat man damals aber nicht so als Trilogie wahrgenommen, ne? Nee, das sind auch keine Trilogie. Ja, ich aber... Einfach nur drei Teile. Es ist ein Zyklus. Das ist was anderes. Zyklus, ganz genau. Fluch der Karibik ist mittlerweile eine Franchise, kann man streichen. Genau. Drachenzähmen leicht gemacht. Ja, ist eine sehr gute Trilogie.
Ja. Ja, ist eine sehr gute Wobei Dritte, der Titel Dingen irreführend ist, weil es wohl verhältnismäßig schwierig ist, ja, Kraft zu zählen, tatsächlich. Das ist, kommt da nicht ganz klar raus. Toy Story wäre meine Lieblingstrilogie gewesen, wenn es drei Teile gewesen wäre, aber wir sind jetzt schon bei vier Teilen. Aber Toy Story ist wirklich steht ganz weit Titanic, raus. Wenn man die Lieblingstrilogie gewesen wäre, wenn es einen Film geben würde. Ja. Ja, es gibt immerhin zwei. Dann wurden noch. Ja, stimmt. Dann wurden Heb die Titanic. Stimmt. Und Titanic 2 gibt es sogar als Direct-to-DVD. Ist gut jetzt hier. Weiter. Die hatte ich nicht auf dem Schirm. Bau auf ihr vier. Mads Mikkelsen, Pusher. Die Trilogie. Die habe ich nie gesehen. Die doch, ich habe den ersten gesehen. Super. Hier von Nicolas Winding-Fröne. Ja. Super sperriger Schronek. Ja. So, wurde danach duschte auch und so. Und hier viel Drogen, Kikriki. Komischerweise wurde John Wick nicht erwähnt. Ist John Wick eine gute Trilogie oder ist es. Natürlich ist John Wick eine gute Trilogie. Das heißt, das Drehbuch, verstehst du? Das ein Teil schließt minütlich an einen anderen Teil an. Und trotzdem passen alle drei Teile auf ein Blatt DIN A4. Und das ist halt schön. Das mag ich. Da kriegt man, was man bestellt hat. Ja, und nicht mehr, genau. Austin Powers wurde auch leider nicht erwähnt. Ich finde Austin Powers eine sehr gute Trilogie. Ist sehr, sehr gut, ja. Also steigert sich auch sehr schön. Ich habe tatsächlich den dritten Teil Hangover gesehen. Jetzt extra hierfür, weil den habe ich damals nicht gesehen. All will end. Weil ich den zweiten Teil im Kino gesehen habe. Der erste Hangover sind wir uns, glaube ich, einig. Der hat halt die lustigsten Outtakes, der erste Teil. Das ist extrem lustige Outtakes. Und beim zweiten saß ich im Kino, ich weiß nicht, ich habe dich angerufen und habe gesagt, ich weiß nicht, warum ich jetzt hier gesessen habe. Ich habe den gleichen Film nochmal gesehen, nur halt in Thailand mit einem Affen. Ja. Ja. Und der dritte ist auch nicht Kacke, aber es hätte alles nicht sein müssen. Das ist halt das Problem bei diesen High-Concept-Sachen, das hängt immer an einer sehr, sehr dünnen Idee, die für einen Film komplett ausreicht. Komm, erster Teil ist in der Auflösung fantastisch. Ja, natürlich. Der erste Teil ist ganz großartig. Aber wenn du das dann wiederholst, dann wird's dünn. Also ja, wenn Spider-Man, was hast du da noch? Spider-Man wurden auch beide nicht erwähnt. Also sowohl die Sam Raimi als auch die Tom Holland-Filme nicht. Oh, interessant. Und das ist interessant. Wahrscheinlich, weil es so viele Spider-Man-Filme gab, die dass Tom Holland-Filme sollten es auch nicht sein, oder? Fahr 1, 2, 3 ist ja keine Trilogie, du weißt ja, dass es weitergeht. So. Ja, bis jetzt eine Trilogie. Bis aber jetzt ist es eine Trilogie, aber es ist ja nicht abgeschlossen. In dem Moment, geht ja so über Tische und Bänke. Komischerweise wurde Matrix auch nicht erwähnt. Ah, auch weil es auch keine gute Trilogie ist. Also, Danke, wollte ich jetzt mal hören. Ja, wo da wieder reingeschissen wird bei Teil 3, lecko funny. Dann habe ich noch Fantomas. Das ist, wahrscheinlich sind wir zu alt, um das als Nein, ich bin nur nicht drauf gekommen. Es ist natürlich ein Geniestreich und ein Meilenstein. Großartige Trilogie. Ja, ja, ja. So, dann ich ziehe jetzt mal. Gerne noch zwei Sachen noch vorlesen. Die perfekte Trilogie. Und Günther hat uns geschrieben, das darf der Thorsten jetzt mal vorlesen, mit seiner schönen Batman-Stimme. Günther. Und zwar nur ab hier, das hier die perfekte Trilogie. Gut, das kann ich nicht sehen. Hast du denn eine Brille auf? Noch nicht, aber geht ist noch nicht nötig. Ja. Die perfekte Trilogie, da fällt mir noch eins ein. Frankenstein, Frankensteins Braut, Frankensteins Sohn. Zumindest die Reihenfolge stimmt. So. Jetzt muss ich noch begründen, warum das für mich eine Trilogie ist. Wegen der Öffentlich-Rechtlichen. In den 80ern, als ich noch ein Jugendlicher war, Klammer auf, übrigens ein schlimmes Jahrzehnt, um seine Jugend dort zu verbringen, Klammer zu, war ich für den Gruselfilm-Fan, der auf die UR angewiesen war, Öffentlich-Rechtlichen, eindeutig der Schmalhans-Küchenmeister. Besuhlen wir uns kurz in dieser Formulierung. Herrlich, danke Günther. Schmalhans-Küchenmeister. Grusel war selten und wenn, dann wurden meist nur die Perlen gezeigt. Aber wem erzähle ich das? Jedenfalls war in Sachen Universal Frankenstein Teil 1 bis 3 wirklich das Äußerste der Gefühle. Der ganze Schwampf danach kam nicht mal annähernd in die Nähe des Fernsehens. Später, als diese Filme verfügbar wurden, habe ich auch gemerkt, warum. Ich gehöre also nicht zu denen, die sich von den Öffentlich-Rechtlichen bevormundet fühlen. Ich kann die Rosinenpickerei schon nachvollziehen. Das mit dem Bildungsauftrag hatte schon was, auch wenn ich es gerne anders gehabt hätte. Aber ich schweife ab. Und warum so verumständlich? Ja, richtig. Früher gab es in der Glotze nur Frankenstein 1, 2 und 3. Deswegen Trilogie. Dass es noch mehr gab, wusste ich nicht mal. Günther. Das, diese persönliche Notiz, die man in einem ausgehöhlten Baum findet. Gefällt mir sehr gut. Ich finde das schön, ihr habt uns sehr viele, auch sehr persönliche Sachen geschickt. Die Zeit reicht leider nicht, um die alle vorzulesen. Aber kommen wir zur Nummer 1. Jetzt dürft ihr dreimal raten, welche Trilogie am meisten genannt worden ist als die perfekte Trilogie. Ich weiß es. Du weißt es natürlich. Natürlich. Thorsten, hast du auch nur den Ansatz einer Ahnung? Carlson vom Dach, Carlson vom Dach. Nein, jetzt überleg mal wirklich. Denk mal für zwei Minuten. Die perfekte Trilogie. Ja. Die perfekte Trilogie. Ist so naheliegend. Die jetzt noch nicht namentlich genannt wurde.
Geh mal wirklich zurück in die Zukunft. Ja. Richtig, Back to the Future ja, ist die perfekte Trilogie. Ist die perfekte Trilogie. Ja. Und das, obwohl der dritte Teil Western auch ist und, der, so der und rein scheißt im Vergleich zu den anderen. Ja. Naja gut, aber auch da ist es wieder, der zweite Teil ist so wahnsinnig. So, genau. Der ist so wahnsinnig. Ja. Und danke, danke, dass es niemals zu einer Fortsetzung oder zu einem Remake gekommen ist. Was für eine, von der Besetzung, wenn man überlegt, dass Eric Stoltz erst Marty McFly sein sollte. Es gibt ja Aufnahmen, Testaufnahmen mit Eric Stoltz. Nee, die haben schon richtig gedreht. Angefangen zu drehen. Es gibt die Musik von Alan Silvestri. Es ist alles die Doc Brown. So, Nummer 1, zurück in die Zukunft. Und jetzt noch für euch noch, und ich weiß, ihr seid große Musical-Fans. Ich habe gestern mit unserem lieben Kollegen Ole Lehmann gesprochen, telefoniert. Der war mal wieder eine Woche lang in London. Er ist ja nicht nur ein großartiger Stand-Up-Komiker, sondern auch, schönen Gruß, ein gelernter Musical-Darsteller. Deswegen fährt er gerne nach London, hat jetzt 2 Jahre warten müssen, natürlich wie viele, um da überhaupt wieder hinzukommen. Und er hat sich einige Musicals angeguckt, unter anderem auch Back to the Future, das Musical. Mhm. Und er hat es in den höchsten Tönen gelobt. Es ist mal wieder so ein Musical, genau wie Book of Mormon, was wir damals gesehen haben in London. Ein Musical für Leute, die Musicals nicht mögen. Die Schauwerte sind so toll, die Effekte sind toll. Es ist jetzt nicht so wie beim ESC, die Leistungsshow der Veranstaltungstechnik. Guck mal, was wir hier machen. Sondern es war wirklich ein Tricktechniker am Werk, der auch Filme macht. Ja. Der DeLorean kommt natürlich nicht wird nicht reingefahren, sondern auf Schienen. Es muss alles so toll sein. Die Musik, natürlich das Thema von Alan Silvestri. Und du freust dich. Er hat gesagt, die Darsteller, hat er was zu den Darstellern? Er sagt, Marty McFly spielt, sieht aus wie Michael J. Fox. Okay. Und Doc Brown sieht nicht so aus wie Christopher Lloyd, aber trotzdem ist, und es ist nur der erste Teil, und er hat gesagt, du freust dich auf jeden Moment, auf den Moment, wo Marty McFly auf den Vater trifft. Es ist natürlich ein sich selber die eigene Erinnerung abfeiern, aber ich möchte mit euch, und das sage ich jetzt, ich möchte mit euch spätestens nächstes Jahr nach London und mit euch zusammen Back to the Future gucken. Okay. Und dann gehen wir in das DC-Restaurant. Das es ja gibt. Die Sie hatten ein eigenes Restaurant. Das ist das Batman-Restaurant. Es gibt ein Batman-Restaurant. Batman. Ja. Ich fürchte, ich bin der Einzige, der sich es leisten können wird. Aber ich habe mal auf die Speisekarte geguckt. Ich glaube, ich habe es mal gegoogelt. Was? Mein Gott. Also. Spargel, habt ihr den Schuss nicht gehört, ihr Spackos? Aber wir so wird mein Auftreten wir sein. Wir machen das einfach. Ja, du gehst da rein und sagst, ich nehme das Menü, denn ich bin Batman. Ich bin Batman. Und Thorsten kann das sagen. Also danke für alle, die geschrieben haben. Die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, kleinen Moment Geduld noch, die uns folgende Frage beantwortet. Ist keine Frage, es ist einfach, schlagt uns bitte etwas vor. Und nämlich, wir möchten von euch wissen, schlechter Film von guten Leuten. Ein schlechter Film von einem guten Typ oder einer guten Typin. Und ich rede jetzt vor allen Dingen von Regisseuren. Also jemand, der eigentlich durch die Bank weg gute Filme macht, nur einmal richtig in die Kacke gegriffen hat. Da gibt's vor allen Dingen Regisseure und da werden wir uns dann fragen beim nächsten Mal, was ist da eigentlich passiert? Weil das sind ja auch die interessantesten Geschichten. Ja. Warum ist dieser Film an der Stelle abgekackt? Aber wir ziehen jetzt erstmal den oder die Gewinnerin der Mystery Box, wo Thorsten, es um die Trilogie. Thorsten, darf mal wieder. Waschen Sie gerade Ihre Hände drin? Ja. Oh, Deng, Doing. Gewonnen hat Olli Retter aus Luxemburg. Oh, das. Also, oder er heißt Olli Retter Luxemburg. Okay, Retter, er kommt aus Luxemburg. Superheld, aber, aus Luxemburg. Okay, Luxemburg. Olli Retter Luxemburg. Da müssen wir beim Porto ein bisschen drauflegen. Da müssen wir ein bisschen drauflegen. Dann ist er raus. Luxemburg, Benelux-Länder, Belgien, Holland. Dann wird das wohl nur das Autogramm von Union. Also, ein großes Hallo an alle, die uns hören, auch im Ausland, sei es jetzt Luxemburg, Belgien, Holland oder die Niederlande. Hatte ich erwähnt, dass wir in Berlin tatsächlich am meisten gehört werden? Ist das so? Danke nach Berlin. Danke. Dann direkt im Anschluss Hamburg und in Bochum nur 200 Leute. Ja, das ist auch egal. Ehrlich jetzt? Da kennen wir auch die meisten. Das sind alle, die wir kennen. 200 Leute? Ja, 283. Also knapp 300. Hamburg, wir kommen im Dezember zu euch. Es gibt einen Live-Podcast wieder im Schmidtchen im Dezember. Wir freuen uns sehr drauf. Hoffentlich findet er diesmal auch wirklich statt. Ja, genau. Achten wir trotzdem drauf, dass wir schon im Mai Werbung machen. Schaut doch bitte mal auf unsere Tourpläne, sowohl auf Thorstens als auch auf meinen. Ich habe ja keine. Du hast keine, aber guckt einfach. Guckt euch Sachen live an. Das Dunstkreis ist immer noch das Beste. Thorsten und Hennis, das geht ins Kino. Guckt euch bitte Everything Everywhere All at Once an. Ja, so schön. Ihr noch könnt. Bitte guckt euch das an. Das ist großartig. Es wird ein Jurassic World Special geben, das
holen wir nach, denn ja, wir können endlich dann darüber sprechen. Vielleicht haben wir die Embargis aufgehoben. Wenn die Embargis, vielleicht haben wir sogar noch ein bisschen mehr Material, aber dazu darf ich jetzt auch noch nicht sagen. Ah nee, darf ich nicht. Es wird vielleicht eine kleine Überraschung geben dazu. Lass dich überraschen. Schnell kann es geschehen. Dass auch deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ach Gott, ich mochte das immer. Ja, ich mochte ihn auch. Rui Carrell, immer ein Garant für erstklassige Unterhaltung. Das wäre ein schöner Nachruf gewesen. Und hier kommt der Nachruf von, auf Rui Carrell, von Gerry Streberg. Bitteschön. Nee, jetzt ist durch. Ja, jetzt ist vorbei. Auch mit der Stimme. Rui Carrell war ein Garant für erstklassige Unterhaltung. Ja, aber stimmt doch. Okay. Ja, sicher. Der war klasse. Okay, wo, machen wir zu? Den Sack? Wir machen den Sack zu. Okay. Und bedanken uns. Bleibt sauber, bleibt gesund. Und bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Und das Schlusswort hat wie immer Gerry. Der Streberg. Der Gerry. Alles Gute. Auch beruflich. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast. Mit Ständer, Bräter und Rehbein. Berg, mit Sträter, Bänder und Streberg. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch das Video, ja, das ja, ist so, das weißt du, man nennt das Abspannvideo. Abspann. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Sind jetzt die Abspanner. Kann man da unten, da. Oh, da genau, da? Auf deinem Gesicht, da. Auf meinem dann, Gesicht. Ja, hast genau. Du das dahin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Also, schön, falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann man sollte das machen, dann ist man immer man voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.